Hallo, mein Name ist Thomas und ich bin der Gründer des Squeezeplug-Projektes. In diesem Videotutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr in kurzer Zeit euer Raspberry Pi in einen sehr leistungsfähigen Media Server und einen Media Player verwandeln könnt. Ihr lernt alles, was ihr für die Grundkonfiguration eines Media Servers braucht. Squeezeplug bietet aber eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten, die ich in tiefer gehenden Tutorials erläutern werde. Squeezeplug ist eine Plattform für verschiedene Media Server und Media Player. Im Laufe der Konfiguration von Squeezeplug, die über einfache Menüs erfolgt, könnt ihr zwischen verschiedenen Servern und Playern wählen. Folgende Media Server werden derzeit von Squeezeplug unterstützt: Logitech Media Server, Mini DLNA Server, Twonky Media Server, MPD und Mediatomp. Alle diese Server laufen unter Squeezeplug out of the box. Dies bedeutet, dass ihr lediglich einen Server zur Installation auswählen müsst. Die Installation und Konfiguration wird dann vollständig von Squeezeplug übernommen. Neben den verschiedenen Media-Servern können auch unterschiedliche Player installiert werden, sodass ihr euer Raspberry Pi in eine vollständige Media-Lösung verwandeln könnt. Damit ihr direkt aus eurem Netz auf das Raspberry Pi zugreifen könnt, um zum Beispiel neue Files in eure Musiksammlung aufzunehmen, ist Samba bereits installiert. Neben dem hauptsächlichen Zweck von Squeezeplug, eine Plattform für Media Server zu bieten, bietet Squeezeplug viele weitere coole Features, deren detaillierte Vorstellung den Rahmen dieses Videotutorials sprengen würde. Und das Allerbeste ist, ihr braucht keinerlei Linux-Know-how, um Squeezeplug ans Laufen zu bringen. Squeezeplug bietet aber noch mehr Möglichkeiten als andere Media Server Lösungen. In Verbindung mit Logitech Media Server, einem kostenfreien Media Server, ist es möglich, eine Multi-Room Media Server Lösung aufzubauen. Das bedeutet, dass ihr eure Musiksammlung zentral nur an einer Stelle in eurem Haus oder eure Wohnung vorhaltet. Hierzu benutzt ihr dann ein Raspberry Pi mit installiertem Squeezeplug. Auf diesem Squeezeplug-Device hostet ihr eure Musiksammlung. Hierzu könnt ihr entweder eine direkt angeschlossene Festplatte oder ein Netzwerkshare in eurem Home LAN nutzen. In jedem anderen Raum benötigt ihr dann ebenfalls ein Squeezeplug-Device, auf dem dann nur ein Player und kein Server installiert ist. Steuern könnt ihr das Ganze mittels einer Vielzahl überwiegend frei verfügbarer Fernbedienungen. Wenn ihr wollt, könnt ihr so eine Multi-Room-Media-Lösung aufbauen, die komplett aus frei verfügbarer Software und ausschließlich aus Raspberry Pi-Hardware besteht. Vergleichbare Lösungen sind um ein Vielfaches teurer und bieten meist weniger Funktionen und Flexibilität. Hier habe ich euch einmal die grundsätzliche Architektur des Squeezeplug-Ökosystems dargestellt. Grundsätzlich ist es wichtig, den Unterschied zwischen Squeezeplug Server, Squeezeplug Player und Remote Controls zu verstehen. Squeezeplug Player werden entweder über den internen Sound-Output des Raspberry Pis oder über externe USB-Soundkarten oder DACs an die Stereoanlage angeschlossen. Die Vernetzung der einzelnen Komponenten kann sowohl kabelgebunden als auch wireless erfolgen. Damit ihr euch eine bessere Vorstellung machen könnt, welche Möglichkeiten Squeezeplug bietet, möchte ich euch kurz demonstrieren, wie Squeezeplug in der Praxis aussieht. Als Remote Control setze ich in diesem Beispiel ein iPad mit installierter iPang-App ein. Hier seht ihr eure Musiksammlung und auf der rechten Seite die in eurem Netzwerk verfügbaren Player. Ihr könnt hier einen Player auswählen und anschließend die Musik wählen, die auf dem vorher ausgewählten Player abgespielt werden soll. In diesem Beispiel ist die Remote Control auch gleichzeitig ein Player, nämlich das iPad selbst. Selbstverständlich kann ich von der Remote Control alles steuern, unter anderem natürlich auch die Lautstärke. Der Wechsel zu anderen Songs ist per Touch möglich. Die Auswahl anderer Alben oder Interpreten ist ebenfalls kinderleicht. Scrollen, selbst durch eine sehr große Musiksammlung, wird zum Kinderspiel.
Neben der eigenen Musiksammlung können auch Webradio und diverse Online-Dienste wie zum Beispiel Spotify genutzt werden. Okay, werfen wir einen Blick auf die Dinge, die wir brauchen, um Squeezeplug zum Laufen zu bringen. Ein Raspberry Pi, ein kompatibles Netzteil mit ausreichender Leistung, eine SD-Karte mit mindestens 4 GB, Class 6 reicht aus. Neben der Hardware brauchen wir auch noch ein paar freie Software-Tools, zum Beispiel das USB-Image-Tool und Putty. Bevor wir beginnen, sollten wir unbedingt sicherstellen, dass das Raspberry Pi eine Verbindung zum Internet hat. Im Laufe des Installationsprozesses werden immer wieder Daten aus dem Internet nachgeladen. Ohne Internetverbindung ist eine vollständige Installation und Konfiguration deshalb nicht möglich. In den folgenden Schritten werden wir sehen, wie wir das Raspberry Pi für den ersten Start von Squeezeplug vorbereiten. Zunächst müssen wir ein aktuelles SD-Karten-Image von meiner Website herunterladen. Dazu gehen wir auf www.squeezeplug.de und klicken auf der rechten Seite auf Squeezeplug Downloads. Hier haben wir nun die Wahl zwischen der Softfloat und einer Hardfloat-Version. Ihr solltet euch für die Hardfloat-Version entscheiden, es sei denn, ihr wollt später irgendetwas auf dem Raspberry Pi installieren, was nicht Hardfloat-kompatibel ist. Neuerdings ist auch Spotify Hardfloat-kompatibel, sodass ihr euch auch dann für Hardfloat entscheiden solltet, wenn ihr Spotify einsetzen wollt. Wahrscheinlich werde ich in absehbarer Zeit die Softfloat-Version nicht mehr unterstützen. Der Download dauert ein paar Minuten, je nachdem, was ihr für eine Internetverbindung habt. Nach Abschluss des Downloads entpacken wir das ZIP-Archiv. Anschließend starten wir das USB-Image-Tool. Hier müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir das Programm als Administrator ausführen. Als nächstes wählen wir den Device Mode. Anschließend klicken wir auf Options und wählen die oberen beiden Optionen aus. Somit bekommen wir keine Probleme, wenn unsere SD-Karte bauartbedingt kleiner ist als das Image. Dann klicken wir auf Restore und wählen das zuvor entpackte Image aus und das Image wird dann auf die SD-Karte geschrieben. Ihr könnt das Image-Tool übrigens hervorragend nutzen, um ein Backup eurer SD-Karte zu ziehen, wenn Squeezeplug vollständig installiert wurde. Wenn die SD-Karte fertig ist, können wir sie von unserem PC in das Raspberry Pi stecken und das Pi durch Einstecken des Netzteils booten. Wenn möglich, sollten wir für den ersten Start einen Monitor und eine Tastatur an das Raspberry Pi anschließen. Aber auch ohne ist eine Einrichtung von Squeezeplug leicht möglich. Später läuft Squeezeplug als Headless Device. Es ist nicht notwendig, einen Monitor und eine Tastatur anzuschließen. Wenn wir keinen direkten Zugang zum Raspberry Pi haben, verbinden wir uns über Putty oder eine andere Terminal-Emulation über das Netzwerk. Wir können probieren, uns mit dem Hostnamen, also Squeezeplug, zu verbinden. Das funktioniert aber nicht in jedem Netzwerk. Wenn es nicht gehen sollte, müsst ihr die IP-Adresse des Raspberry Pis herausfinden. Hierzu zeige ich euch später noch eine einfache Möglichkeit. Wir verbinden uns über SSH-Port 22. Der Login-Name ist Root und das Passwort ist NoSoup4U. Anschließend sollten wir das Putty-Fenster möglichst groß ziehen. Ansonsten bekommen wir ein Problem mit der Darstellung meiner Menüs. Squeezeplug erstellt dann neue individuelle SSH-Keys. Anschließend werden wir aufgefordert, die Lizenzvereinbarung von Squeezeplug zu akzeptieren. Squeezeplug ist freie Software unter GNU Public License. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob es Updates für Squeezeplug gibt. Falls dieses der Fall sein sollte, werden die Updates heruntergeladen und installiert. Falls eine Verbindung über den Namen Squeezeplug nicht funktioniert hat, empfehle ich den Advanced IP-Scanner, mit dem wir leicht die IP-Adresse eures Squeezeplug herausfinden können.
Im nächsten Schritt wollen wir SqueezePlug in die Lage versetzen, den gesamten Speicherplatz der SD-Karte zu nutzen, indem wir die Option Expand RootFS auswählen. Mit dieser Option wird SqueezePlug in die Lage versetzt, den gesamten Speicherplatz der SD-Karte zu nutzen. Der Prozess erfolgt in zwei Schritten, zwischen denen SqueezePlug einmal neu gebootet werden muss. Nach dem Reboot bauen wir eine neue SSH-Verbindung zum SqueezePlug auf. Die Warnmeldung erhalten wir, weil wir nach dem ersten Booten des Systems die SSH-Keys erneuert haben. Wir loggen uns wieder mit Root und NoSoup4U ein. Das PuTTY-Fenster sollten wir nun auch wieder vergrößern. Jetzt wird das Filesystem auf die volle Größe der SD-Karte expandiert. Dieser Vorgang kann je nach Größe der SD-Karte einige Zeit dauern. Anschließend bekommen wir dann einen Hinweis auf den jetzt zur Verfügung stehenden Speicherplatz der SD-Karte. Nun können wir mit dem eigentlichen Setup von SqueezePlug beginnen. Hierzu geben wir an der Konsole den Befehl Setup ein. Anschließend startet das Hauptmenü, von dem aus wir alle Konfigurationseinstellungen für SqueezePlug vornehmen können. Die Menüs besitzen jeweils noch einmal Untermenüs, von denen aus dann die einzelnen Funktionen gestartet werden können. Ich beschränke mich hier auf die wesentlichen Einstellungen, die ihr auf jeden Fall ändern solltet. Hierzu gehört die Einstellung der richtigen Zeitzone. Die restlichen Optionen könnt ihr später immer noch leicht ändern, indem ihr von der Konsole wieder den Befehl Setup eingebt. Unter Advanced Configuration finden sich ebenfalls einige wichtige Einstellungsmöglichkeiten, von denen ich hier nur Samba wähle. Samba ermöglicht uns später sehr einfach von anderen Rechnern aus im Netzwerk auf SqueezePlug zuzugreifen. Wie das dann funktioniert, zeige ich euch noch im Laufe des Tutorials. Im nächsten Schritt konfiguriere ich die Media Library. Hierdurch mache ich SqueezePlug und allen später installierten Media Servern bekannt, wo die Files der Media Library zu finden sind. In diesem Beispiel habe ich ein paar Musikfiles auf einen USB-Stick kopiert, den SqueezePlug zukünftig als Media Library nutzen soll. Ich wähle als Media Library USB aus und bestätige mit Yes. Um die Struktur der Media Library zu verstehen, solltet ihr den Text dieses Menüs genau durchlesen. Anschließend können wir wählen, an welcher Stelle der USB-Stick in das Filesystem des SqueezePlug eingehängt werden soll. Da wir nur einen USB-Stick haben, wählen wir /mnt/hd1. Wenn der USB-Stick noch nicht eingesteckt ist, sollten wir dies nun tun. Jetzt können wir auswählen, ob der USB-Stick formatiert werden soll oder nicht. In diesem Beispiel haben wir den Stick bereits formatiert und es befindet sich Musik auf dem Stick, also bestätigen wir mit No. Anschließend wird der USB-Stick in unser Filesystem eingehängt und sollte nun nutzbar sein. Dieses können wir leicht überprüfen, indem wir das Setup verlassen und an der Konsole prüfen, ob die Dateien vorhanden sind. Wenn die Files vorhanden sind, können wir mit Setup wieder zurück zur weiteren Einrichtung von SqueezePlug gehen. Hier gehen wir dann zu Server und Player. Im nächsten Menü wählen wir Server. In unserem Beispiel wählen wir LMS für Logitech Media Server aus. Alle anderen aufgelisteten Server lassen sich ebenso leicht zur Installation auswählen. Grundsätzlich haben wir immer die Option Installation und Deinstallation. Wir wählen Install. Anschließend sollten die Lizenzvereinbarungen angezeigt werden und wir sollten sie akzeptieren. Im nächsten Fenster haben wir die Möglichkeit, eine bestimmte Version von LMS einzugeben oder aber einfach mit Return die aktuelle und stable Version zu installieren, was ich euch empfehle. Die URLs für andere Versionen findet ihr auf meiner Website.
Anschließend startet der Installationsprozess, der ein paar Minuten dauern kann. Nachdem LMS installiert ist, kann es noch einige Zeit dauern, bis ihr diesen über das Webinterface erreichen könnt. Also hier bitte ein wenig Geduld. Über einen Webbrowser erreicht ihr den LMS-Server mit seiner IP-Adresse oder seinem Namen und Doppelpunkt 9000. Anschließend müsst ihr eure Account-Daten von mysqueezebox.com eingeben oder ein neues kostenloses Account anlegen. Im nächsten Schritt wählt ihr den Pfad zu eurer Musiklibrary aus. In unserem Fall wählen wir einfach /mnt, da wir die Media Library ja vorher in ein Unterverzeichnis von /mnt angelegt haben. Der Media Scanner von LMS beginnt sofort mit dem Scannen der Library und der MP3 Tags. Dieses können wir mit einem Klick kontrollieren. Je nachdem, wie groß eure Library ist, kann das Scannen schon mal einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Scan-Vorgangs solltet ihr eure Musik wohlgeordnet im LMS wiederfinden. Da wir noch keinen Player installiert haben, können wir aber die Musik derzeit noch nicht wiedergeben. Die Player, die ihr hier seht, befinden sich zwar in meinem Netzwerk, sind aber derzeit nicht mit diesem LMS-Server verbunden. Aus diesem Grunde werden wir jetzt auf dem Squeeze-Plug auch noch einen Player installieren. Hierzu wechseln wir in das Player-Menü und wählen Squeeze Lite aus. Ich empfehle euch Squeeze Lite als aus meiner Sicht derzeit besten freien Player. Wir wählen zunächst Update, um die aktuelle Version von Squeeze Lite aus dem Internet zu holen. Anschließend wählen wir Install. Jetzt können wir dem Player einen Namen geben. Sollten wir hier keine Eingabe machen, heißt der Player später Squeeze Lite. Anschließend werden die in unserem Netz zur Verfügung stehenden LMS-Server angezeigt. Dies ist lediglich eine Information. Sollten wir nur einen LMS-Server im Netz haben, können wir Auto-Discovery wählen. Wenn nicht, müssen wir den Server, mit dem sich Squeeze Lite verbinden soll, manuell eingeben. Als nächstes werden die verfügbaren Soundkarten als reine Information angezeigt. Jetzt können wir eine Soundkarte auswählen. Da wir keine externe Soundkarte angeschlossen haben, wählen wir RPI Internal. Als nächstes können wir die ALSA Buffer Size erhöhen. Falls ihr Probleme mit dem Sound und der Squeeze Lite habt, könnt ihr diese Option ausprobieren. Ich empfehle euch aber, es erst einmal ohne zu versuchen. Auch ein manuelles Editieren des Squeeze Lite Config Files ist normalerweise nicht notwendig. Squeeze Lite sollte jetzt als Player laufen. Wie ihr seht, kann ich diesen jetzt auch im LMS auswählen. Jetzt sollte auch schon Sound aus eurem Raspberry Pi kommen. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch einen coolen freien Player, nämlich Squeeze Play, auf eurem PC installieren. Ihr findet einen Link auf meiner Website. Dieser Player funktioniert genauso wie Squeezebox Touch, nur eben als Software und nicht als Hardware. Zuerst wähle ich Squeeze Plug, den eben von uns installierten Server.
Anschließend kann ich mich durch die Library scrollen und entsprechende Musik auswählen. Zuletzt möchte ich euch noch wie versprochen zeigen, dass ihr von eurem PC auf das Filesystem von SqueezePlug zugreifen könnt. Unter der Netzwerkumgebung solltet ihr ein Device SqueezePlug finden. Nach einem Klick findet ihr dort zwei Shares. Einmal die Musiklibrary und einmal das Root-Filesystem. Jetzt könnt ihr einfach eure Musik von eurem PC auf das SqueezePlug kopieren. Okay, somit haben wir SqueezePlug eingerichtet und sind erst einmal fertig. Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die mich bei der Entwicklung von SqueezePlug unterstützt haben, beziehungsweise bei denen, deren Software ich in SqueezePlug-Projekt verwendet habe. Ohne euch wäre SqueezePlug nicht möglich. Vielen Dank. Wenn ihr SqueezePlug mögt und möchtet, dass das Projekt auch in Zukunft weiterentwickelt wird, könnt ihr ebenfalls einen Beitrag dazu leisten und das Projekt mit eurer Spende unterstützen. Mit einer Spende tragt ihr dazu bei, dass ich auch in Zukunft die Kosten des Projektes zumindest zu einem Teil ausgleichen kann. Vielen Dank! Zum Schluss möchte ich euch noch auf ein cooles Feature aufmerksam machen, was SqueezePlug bietet. Dies ist eine Art Time Machine Clone. Mit Hilfe von Genie 9 könnt ihr SqueezePlug neben seiner Hauptfunktion als Media Server auch als Backup Server nutzen. Wie das geht, zeige ich euch hier. Wir starten wieder mit Setup. Wählen MISC Services und dann Genie 9. Anschließend wählen wir Install und bestätigen die Installation von Genie 9 mit Yes. Dann wählen wir den Pfad zu unserer Media Library. Mit den Cursor-Tasten gehen wir zu einer Option und mit der Leertaste wählen wir diese Option aus. Anschließend wählen wir eine Version von Genie 9. Ich empfehle die Pro-Version. Diese wird dann aus dem Internet heruntergeladen. Anschließend werden wir gefragt, ob wir einen Discount-Voucher erhalten wollen, mit dem wir einen 10-Euro-Rabatt beim Kauf eines Genie 9-Produktes erhalten. Das Discount-Voucher wird anschließend erstellt. In unserer Netzwerkumgebung finden wir dann ein neues Share mit dem Namen Genie 9. Hier befindet sich nun das Installationspaket für Genie 9, welches wir wie üblich auf unserem Windows-PC installieren können. Nach der Installation startet der Setup Wizard von Genie 9. Hier wählen wir zunächst das Backup-Ziel, also unser SqueezePlug-Device, mit dem Genie 9 Share aus.
Im nächsten Schritt wählen wir die zu sicheren Dateien aus. Ich wähle hier einfach nur mal zur Demonstration meinen persönlichen Ordner. Jetzt wähle ich noch aus, dass die gesicherten Daten komprimiert werden sollen. Anschließend startet das Backup automatisch. Von nun ab werden Änderungen an meinem Windows-PC überwacht und automatisch durch Genie 9 in einstellbaren Zeitintervallen gesichert und sogar versioniert. Das Discount-Voucher findet ihr übrigens ebenfalls im Genie 9 Share auf dem Squeezeplug-Device.